Ich gebe mein Leben so gern auf die Post. Was macht doch ein Spaß ist, der fast gar nichts kostet. Wie gibt's denn ein schönes Vergnügen im Leben, als doch auf der Post einen Brief aufzugeben? Also nimmt man den Brief mit die Marke darauf, dann geht man zum Schalter, wir geben ihn auf. Das heißt, man muss warten, das geht nicht sofort. Es stehen ja auch andere Parteien noch dort, mit Drucksachen, Zeitungen, Briefen und Karten. Und bis die erledigt sind, na, da muss man halt warten. Aber mehr als 2 Stunden braucht man nicht zu stehen. Dann ist es erlaubt, dann kann man wieder gehen. Das ist ja das Nette, worauf es doch ankommt. Man braucht nicht zu warten, bis man dort drankommt. Denn wenn man 2 Stunden gewartet schon hat, man war noch nicht dran, man hat es schon satt, dann gestattet die Post und das finde ich so schön. Bevor man noch dran war, man kann wieder gehen. Also nimmt man den Brief in die Marke nach auf, dann geht man zum Schalter und dann geht man auf. Die Stunden schwinden, der Schalter wird frei, die Leitfahrt sind weg und da ist er da rein. Das heißt, halt, pardon, ja, die Post ist kaplitz. Man kann nicht verlangen, dass husch, husch vom Sitz die Amtsperson aufspringt, weil ich bin erschienen und geschwind wie der Wind mich beginnt zu bedienen. Er hat doch noch andere Sachen zu tun. Gewöhnlich, da zählt er das Geld in den Ton. 550er, alle zerknüllt. Er glättet sie langsam, er glättet sie mild. Da gibt es kein Stöhnen, da gibt es kein Ächzen. 415er, 416er, 417er, da wird er verborgen. Bei 418er beginnt er verloren. Aber was immer macht, da nutzt kein Geschrei. Denn in einer Stunde ist auch der Job vorbei. Den Brief klebt die Marke drauf, nein. Jetzt legt er das Geld in die Kasse hinein. Dann nimmt er 12 Bögen, wo Ziffern drauf sind, worauf er die Sachen zu addieren beginnt. Er fängt an zu zählen, ganz heiter die Bögen und dann wieder weg. Dann geht mein Kollege, dann schreit er am Brief in die Marke noch drauf. Ich bitte schön, sag ich ihm, klemmen Sie es auf. Wer ist der Mann mit ganz kalter Marken erhältlich am Wertzeichenschalter? Was, wie Sie können mich zu, dass ich logischerweise nicht bin. Ich gehe zu den Wertzeichen, nur kein Geschrei. Und da hängt der Tafel geschlossen bis 2. Doch ich werde mich doch mit der Post nicht verkranken. Ich denke gar nicht dran, mit mir nichts zu machen. Ich bin doch kein Neuling, ich kenne mich doch aus. Ich laufe also schnell um die Marke nach Haus. Dann nehme ich den Brief, kenne die Marke da auf. Dann renne ich zum Schalter, der fliegt nicht auf. Der Brief scheint dazu, es ist nicht mehr zu Hause. Kommt die Partei einen Wutanfall, es fiel das Blut und das Kopf über Gall. Ich aber finde, das ganz Rechte geschah. Ja, ist denn die Post für die Briefe nur da? Die Post, die ist da, dieses lästige Schreiben, den Staatsbürgern endlich einmal auszutreiben. Also nimmt man den Brief, klebt die Marke da auf, da geht man nach Hause und da hängt man sich auf.